What are you gonna do about it? The sun's never coming up now. I could keep this up forever. Show yourself! Whatever you say, buddy! The rush of darkness is unstoppable. Time itself twists and tears, sweeping the champion of light back with its dark currents. Again, he enters the world, but now he sees the trap for what it is, a maze that loops back into itself. I'm here again. They sent me back. Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Alan Wake's American Nightmare. Hier gleich mit einer Manuskriptseite. Lasst uns mal reinschauen. Das Gespenst. In Bright Falls, I was constantly under attack by birds that were more shadow than flesh and feathers. But this is an evolution. Some of the Taken were actually capable of turning into a flock of birds to escape my attacks and turning back into human form to make surprise attacks. Ja, das kann man auch so Dunkelheit Version 2.0 nennen. Jetzt hier erweitert zum noch böseren, zum noch gewaltigeren. Tja, so auch der Mr. Scratch. Er scheint ja auch irgendwie gewaltiger zu sein als diese Barbara Jagger aus Bright Falls. Mal schauen. Ich meine, er ist ja so ein mächtiges Wesen. Wie zum Beispiel Manta-Rochen bei SpongeBob. Oder Albert bei Resident Evil 5. Plus seine nette Sekretärin, Excella. Oh ja, und hier sieht man das schon. Clever gemacht. Und wie sollen wir die jetzt besiegen? Oh. Die wollte ich dafür jetzt eigentlich nicht verballern. Naja. Ja, so geht's auch. Oh, hier ist noch einer. Im wahrsten Sinne des Wortes, der Typ hat einen Vogel. So, Kontrollpunkt. Wir sollen mit Emma sprechen. Na, dann machen wir das mal. Und zunächst habe ich auf der Karte noch eine Manuskriptseite entdeckt. Direkt vor uns. Wo liegt sie denn? Hier. Ja, dann gucken wir gleich nochmal rein. Mr. Scratch erscheint. I'm trapped in the darkness. He has started appearing to me. Mr. He can travel back into the world effortlessly, and he loves to rub my face in it. At first, he was just an echo in the darkness, a flicker beyond the edge of my vision. Now he started showing himself, getting bolder all the time, telling me what a great time he's having in the world while I'm stuck here, and what he plans to do, especially to Alice. All the moves I have left are dangerous and desperate. I have no choice. I have to hunt him. Wir müssen ihn jagen. Und dann sein kleines, dummes Lächeln aus dem Gesicht putzen. So, mit Emma, dort ist das Motel. Ich denke, wir sollten hier runtergehen. Oh, und da sind schon wieder Vögel. Ja, die greifen uns an. Die Musik kommt wieder zurück.
Ja, so kann es auch gut gehen. Na gut, die Musik ist wieder erloschen. Ich sehe eine weitere Manuskriptseite auf der Karte. Wo liegt sie denn? Hier. Na gut, aller guten Dinge sind drei. Wir schauen rein. Mein bester Freund ist ja eigentlich Barry. I don't make friends easily. I know plenty of people, but I don't let most of them close. I've known Barry Wheeler ever since we were little boys. We had the time of our lives. I'd get us in trouble, and he'd talk us out of it. Things haven't changed that much now that we're grown-ups. He's the most loyal and dependable person I've ever met, and all the things that count anyway. You could call him a weasel, and you wouldn't be entirely wrong. You could call him a clown, and I would reluctantly agree. But he has never let me down. Oh ja, gerade im ersten Teil haben wir gesehen, ja, dass Barry uns immer unterstützt hat als Freund. Naja, mal sehen. Hoffentlich treffen wir ihn wieder. So, doch zunächst zum Motel. So, jetzt können wir nochmal die Maschinenpistole nehmen. Bringt aber gar nichts. Naja, aber ich habe noch eine Manuskriptseite gesehen. Emma? You here? Tja, wo ist sie denn hier drinne scheinbar? Na, darum kümmern wir uns nachher. Erstmal zu Emma. Wow, it is you. I guess all of it really happened. You remember me? Kind of. I felt weird all day, like I could almost remember a dream I had, and then just before sunset, I remembered the page. Yeah. I'm going to have to go get those things again. Not all of them. I went out and got them. Well, most of them. I felt stupid at first, but then it was getting dark, and those things started showing up, and one of them made off with the battery. It ran into the railroad tunnel. There was no way I was going to follow him in there. Sorry. It's good you didn't. You should be careful. I mean, really careful. Yeah, I kind of remember something. Something bad happened to me, didn't it? Forget it. It doesn't have to happen again, okay? Just do what I say. Yeah, okay. God, this is too weird. Am I going crazy here? Just go get that battery. Try to stay calm. You're perfectly sane. We're caught in a time loop. That's why this is happening again. I believe you. God, I feel like I might just lose it any second now. How come you're not freaking out over this? Because on my personal weird shit-o-meter, this just doesn't rate. Look, I know something happened to me before. You're gonna be okay, if you just keep cool, okay? Thanks for getting this stuff for me, it's a big help. I hope so. Are you gonna make everything blow up at the oil field again? I have to. Well, whatever the hell else you might be, at least you're not boring. Na gut, dann machen wir mal wieder hier Karumstar-Action am Ölfeld und wir suchen erstmal die Batterie. That'll save time. So ein bisschen frage ich mich, wie werden die Manuskriptseite hier rankommen? Eine Blendegranate. Sehr gut. Liegt die vielleicht hier auf der anderen Seite, die Seite? Kommen wir hier rein? Auch nicht. Ja, mal schauen. Da werden wir bestimmt später noch Zugang bekommen. So, dann mal auf zur Batterie. Erstmal ein bisschen nachladen. Munition. Hier ist wohl noch eine Manuskriptseite. Ist die auch wieder hier in den kleinen Hütten oder Zimmerchens. Mal schauen. Ich laufe erstmal drumherum. Vielleicht gibt's auch... Ja. Vielleicht gibt's ein Radio, eine neue Sendung. Wir schalten mal ein. Okay, people. It's Eddie Rodman here with a few hours to kill. And there's nobody I'd rather spend them with. Nobody else in the whole world. Oh boy, that'll land me in hot water when I get back home, won't it? Well, just in case my wife is listening, and you always are, aren't you, baby? Let me tell you, you are the exception, honey, and the prettiest lady I ever saw in a boot. But I'd really like to spend some quality time with you listeners, because, well, tonight's one of those nights. You're sitting in the studio and you kind of
Forget how long it's been or what day it is. You just sit here and go through the motions. You might as well have been here forever. You keep talking, but you don't even know what you're saying. It's like you're on automatic. You can't stop the ride and get off. It's times like these that I really wish that somebody would just call in and relieve my boredom. How about it? Anybody? Come on now, help a fella out. Our lines are open. Tja, der Radiomoderator braucht wohl jemanden zum Reden. Tja, wer weiß, der wird vielleicht gerade einsam irgendwo in seiner Funkstation sitzen. Aber, tja, keine Ahnung. Eigentlich sind ja mehrere Leute beim Radio. Oder liege ich da falsch? Wenn man sich das so überlegt, es gibt ja eigentlich einen Typen fürs Wetter, einen Typ, der die Nachrichten ansagt und dann vielleicht noch so ein normaler Moderator. Also ich schätze, drei Leute sind immer dort an solchen Radiostationen. Tja, hier ist das woanders. So, wer meine weitere Manuskriptseite? Oh, den Fernseher können wir wieder anschalten. Aber ich nehme erstmal hier diese beiden Leuchtfackeln auf. Und wir gucken erstmal, was der Fernseher sagt. Okay. So this chick just came up to me and said she's my biggest fan. I know. They all say that, right? And she's given me the eye. So I make a couple of moves. We have a couple of drinks. And then things start happening. But I say I have to go to the bathroom first. Uh-oh, right? She's got no idea. Watch this. This is gonna be priceless. That's nice. I thought you'd like that. Are you tense? You feel a little tense. Maybe a little. I had a crappy day. Yeah? Don't worry. It's improving real fast. Yeah. Hey, don't stop. It's just getting good. Watch this. Ach du Kacke. Did you see that? Oh man, did you see her? Ja, bumm. Also den werden wir uns auf jeden Fall noch vorknüpfen. Krank, dieser Typ. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Dann setzt er sich neben die tote Frau und guckt in den Fernseher. Oh mein Gott. Da sehen wir schon, mit wem wir es zu tun haben. Also ich meine, im ersten Teil diese Barbara Jagger, die war... Ich meine, die war auch verrückt und besessen, aber nicht so krank im Kopf. Ich frag mich gerade, wo wir überhaupt hinrennen. Auf so einen Hügel. Ja, wir sind ja hier am Canyon. Irgendwo in den USA. Oh ja, und hier kommt schon wieder Atmosphäre auf. Ne, aber hier geht's gar nicht weiter. Wir können nicht weitergehen. Komisch. Dann müssen wir mal über die andere Seite hochklettern. Um die Batterie zu finden.
Naja, die werden auch erledigt. Ist ja kein Problem für Ella. So, was ist das jetzt hier? Ah, mein Handy. So, hab's mal schnell weggeschmissen. Also nicht im Müll. So, hier ist wohl noch eine Manuskriptseite. Ach, da war sie. Okay. Also ich glaube, wären die hier nicht alle so ausgeschildert, die würden mir glattweg alle entgehen. Ist schon besser so.